Ich habe wirklich gerade meine Scattershot gesucht. Sie waren nicht mehr da. Doch, sie sind natürlich noch da. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Ja, ihr habt schon im Titel gesehen, meine absoluten Update-Favoriten. Ich mache ja seit geraumer Zeit, seitdem ich nicht mehr bei dieser Supercell-Truppe der Kreatoren bin, mache ich eigentlich keine Sneaks mehr, weil ich natürlich auch nichts vorher weiß und die ganzen Spoilereien bei mir auch im Discord, in den Kanälen bin ich alle nicht, weil ich lasse mich mal ganz gerne überraschen, was kommt denn im Update? Ich meine, vor dem Update ist immer nach dem Update. Und deswegen habe ich aber so ein paar Sachen aufgeschnappt, nicht nur für mich, für euch sicherlich auch. Ich meine, ihr habt sicherlich die ganzen Videos gesehen. Was mich allerdings ein bisschen wundert ist, muss ich wirklich sagen, dass wir in-game gar nichts finden. Wir haben in-game überhaupt nichts gefunden, wo überhaupt mal auf irgendwas Gesneaktes hingewiesen wurden. Also ich habe den Client schon auf Englisch stehen, da stehen eigentlich immer die meisten neuesten News. Aber das kam vor 5 Stunden hier und davor, war vor 5 Tagen hier mal irgendwas Neues. Aber das war schon der 3. Sneak eigentlich. Es gab schon 2 vorher. Und die beiden vorher fand ich auch nicht schlecht. Ich meine, es war ganz, ganz klar abzusehen, dass natürlich jetzt demnächst noch mehr Mauern machen können. Es gibt noch mal eine Anzahl von 100, glaube ich, drauf, die man updaten kann, aber zusätzlich wird abgedatet natürlich die Scattershots, das war bitter nötig, der Adler noch nicht, ja, aber die Scattershots werden abgedatet, die E3 Infernos werden abgedatet und auch die Tesla werden abgedatet und zusätzlich, so wie ich das gesehen habe und mitbekommen habe, die schwarzen Luftminen, nicht die roten, die schwarzen Luftminen, schwarzen Luftminen, hab ich keine schwarze Luftmine, aber ich habe eine schwarze Luftmine, die suchen eine Luftmine, bekommen ein Level mehr. Es gibt natürlich auch einiges, was an Truppenleveln neu reinkommt, also eigentlich alles das, was jetzt noch nicht gelevelt wurde, beziehungsweise was hier noch nicht als Ultra Fully Max erscheint. Ich meine, die Valkyren laufen bei mir noch, der Golem muss dann halt auch noch dran glauben, aber es bekommen noch andere Truppen einen neuen Level, die jetzt eigentlich schon Max sind, die bekommen dann halt Max. Ja, das wären die Bowler, so wie ich das mitgekriegt habe. Das sind die E-Drachen, sind es nicht. Die bekommen keinen neuen Level, sondern die bekommen nur ein bisschen mehr Power, glaube ich, und Trefferpunkte. Aber welche Truppe geht da noch hoch? Das waren auch Truppen, die Supertruppen betreffen. Ich glaube, es sind die Schweinereiter gewesen. Das waren auf jeden Fall Truppen, die Supertruppen betreffen. Ich will jetzt nicht die Videos nochmal mit euch durchkauen. Aber es gibt so 1, 2, 3, 4 Truppen, die hier jetzt ein bisschen höher gehen. Beziehungsweise die noch abgedatet werden. Zudem wird auch die Kaserne abgedatet. Da kommen demnächst 2 Packer raus. Nicht nur einer, 2 Packer. Und dahinter kommen dann die Magier. Das finde ich sehr sinnvoll, muss ich sagen. 2 Packer, das geht schon. Das sind ja nochmal zusätzliche Tanks. Also das sind aber jetzt nicht so richtig, das sind eigentlich gar nicht so meine Favoriten. Das sind ja erwartete Dinge, die gar nicht so gesneakt werden müssen. So, ui, die Infernos kriegen Update oder so. Ihr wisst schon, was ich meine. Was ich wirklich wie geschickt finde, ist die ganze Geschichte mit dem neuen Chat. Ihr seht, hier wird nichts gechattet. Seit 9 Stunden gute Besserung, hat der Tote geschrieben. Könnte man auch mal sagen, Danke schreiben oder so. Oder ja, geht mir besser oder nicht besser. Aber die Sache mit den angepinnten Nachrichten hier im Chat finde ich richtig, richtig klasse, weil du kannst darauf reacten und kannst dann natürlich auch mal fragen, Leute, wollen wir mal ein 5 gegen 5 Turnier spielen oder wer hat Bock, heute Abend um 21 Uhr einen schönen Freundschaftsklankrieg zu spielen in einem anderen Clan neben einem laufenden Klankrieg. Auch das ist eine super, super Neuerung, beziehungsweise wo ich mich eigentlich für viele andere darauf freue, dass sie endlich Clankriege spielen können und sie können in einem anderen Clan Freundschaftsklankriege spielen. Das war bisher nicht möglich. Das finde ich sehr, sehr gut. Was ich auch super, super gut finde, ist, dass es keine Unentschieden mehr gibt. Es wird keine Unentschieden mehr geben. Ich meine, betrifft uns jetzt nicht so wirklich. Wir haben erst ein Unentschieden überhaupt mal in unserer langen, langen Zeit hier gehabt. Aber ich habe auch gesehen, unser Lock ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich dann richtig klicken würde. Unser Lock ist auch gar nicht mal so schlecht, denn wir haben in den letzten 153 Tagen nur 8-mal verloren. Das geht eigentlich, ne? Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und was ich aber sehr, sehr sinnvoll finde, dass es da kein Unentschieden mehr gibt. Die Siegesserie bleibt. Sie geht natürlich nicht hoch und nicht runter, aber sie bleibt, wenn demnächst ein Unentschieden ist. Also das feiere ich auf jeden Fall. Gar keine Frage.
einige Truppen, oder es wird eine Truppe auch genervt. Natürlich, die Hutreiter werden noch ein bisschen rumgenervt. Das war, glaube ich, zu erwarten, dass sie ein bisschen weniger Trefferpunkte bekommen. Aber sie sind immer noch gut. Und das finde ich auch absolut in Ordnung. Die Miner in der Clanstadt werden auch so ein bisschen genervt. Ich denke mal, die kann man immer noch nehmen. Und ich glaube, aus dem Dunkeldorf gab es gar keine Neuerung. Nee, da kommt gar nichts, glaube ich. Was die Builderbase betrifft, die Bauarbeiterbasis, sondern betrifft in Masse natürlich das Hauptdorf. Aber wie gesagt, die Favoriten sind eigentlich gar nicht so mal Truppen etc. Oder Helden oder aber auch Euli. Euli geht jetzt demnächst 5 Level hoch. Also Eule macht nochmal einen kleinen Sprung nach vorne. Vielleicht kann man sie dann wieder nutzen. Ich denke mal, in der einen oder anderen Angriffsstrategie kann man die auch super nutzen. Und finde ich aber auch ganz gut, dass es auch da keinen Stillstand gibt, dass es da ein bisschen weitergeht. Und freue mich auf jeden Fall so ein bisschen auf dieses, ja, ich nenne es mal so, kleines Update. Und aber die Sachen, wie gesagt, mit dem Chat feiere ich, mit dem Freundschaftsklein kriegen, finde ich sehr, 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 sehr sinnvoll. Und natürlich auch, dass es kein Unentschieden mehr gibt. Eine Sache habe ich aber noch. Es wäre dann die Gladiatoren, die auch endlich ihre Daseinsberechtigung hier bei den Helden-Equipment bekommt. Auch das, ich weiß noch nicht, ob ich es feiere, weil das, was ich in den Videos gesehen habe, ist eigentlich, dass es sehr, sehr OP klingt mit der Fähigkeit, dass sie ein bisschen geboostet ist, also quasi immer in Rage-Modus, so muss es heißen. Die ist immer irgendwie geraged. Und greift viel, viel schneller an, viel, viel effektiver und hat dann auch noch eine coole zweite Fähigkeit, nämlich die Hog Rider, die sie zaubert, also sie wird auch eine kleine Zauberin. Und auch das, glaube ich, ist kein Witz von Supercell, sondern das ist ernst gemeint, dass die sich nochmal so ein paar neuen Hog Rider auf der vollsten Aufbaustufe hervorzaubert. Ich glaube, das kann nochmal so ein Hybrid so ein bisschen pimpen, je nachdem, wie gut man das mit der Kaserne dann peilt. Ich denke mal, die Kaserne wird immer noch am meisten bei Hybrid genommen. Aber ich bin wirklich drauf gespannt, wie das ganze Team hier um die Helden dann harmonisiert, muss man sagen. So was ich von der Gladiatorin gesehen habe, war schon ziemlich OP, muss ich sagen. Aber es gibt keine neuen Heldenlevel drauf oder sonstiges, sondern erstmal nur das, was man hier kennt und sieht. Was mich ein bisschen wundert, muss ich ehrlich sagen, dass es wirklich nur den Hinweis heute auf den Spell hier gibt. Ich gucke mal nicht, dass ich mich da vertue. Ich schalte nochmal ins Deutsch rum, aber da sind die News meistens sowieso ein bisschen hinterher. Allerdings jetzt im Moment nicht. Also der Überwuchungszauber kommt oder der Überwucherer-Zauber kommt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich den feiere, aber ich finde ihn jetzt schon ziemlich gut. 2 Truppenplatz. Und er friest einfach. Er friest oder er hält eigentlich Gebäude fest und macht sie unsichtbar. Damit kannst du richtig viel anfangen. Aber Leute, ihr dürft nicht vergessen, irgendwann ist dieser Zauber auch vorbei, nämlich spätestens nach 28 Sekunden in der vollsten Ausbaustufe. Dann müsst ihr das, was ihr stehen gelassen habt, natürlich auch noch wieder vernichten. Und wenn ihr hier was gewurzelt habt, also ihr habt hier was gewurzelt, euer Angriff geht einmal rum und ist da oben. Und hier unten sind die gewurzelten Sachen immer noch und ihr müsst noch einmal rum. Eieiei, Time Fails etc. incoming, denke ich mal, wird eine ganz, ganz heftige Sache auf jeden Fall. Aber der Zauber wird auf jeden Fall Clash of Clans nochmal ein bisschen verändern. Finde ich auch ganz gut, dass mal was ganz Neues, ich meine, okay, Wurzel, das kommt jetzt von den Wurzelkriegerinnen, dass man die so ein bisschen hier integriert, auch in die Landschaft hier, ist sicherlich auch so gewollt. Und in Verbindung mit dem, ja, nicht Fries, sondern eher mit dem Unsichtbarkeitszauber ist das Ganze sicherlich, ich will nicht sagen Balance gewählt, aber der Wurzeleffekt ist auf jeden Fall neu. Der Unsichtbarkeitseffekt ist ja nicht neu, aber der Wurzeleffekt ist in jedem Fall neu an der Stelle. Was haben wir noch? Sonst haben wir eigentlich nichts. Wenn ich was vergessen habe, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, es hatte mich gewundert, dass nichts in den englischen News steht. Und auch, ich schalte einmal kurz um auf eine Bildschirmaufnahme. Das Bild mache ich mal so lange weg hier. Welches Bild ist denn das eigentlich? Das Bild hier. Das hier auch noch nicht mal auf den offiziellen Kanal, hier YouTube-Kanal von Clash of Clans, überhaupt mal ein Sneak Peek auftauchte. Man musste wirklich bei den, ich nenne sie mal so, Influencern gucken.
die dann was rausgebracht haben. Fand ich eigentlich schon ein bisschen traurig, muss ich sagen. Früher gab es das auch hier noch bei Supercell. Da haben sich Darian und Konsorten immer noch ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ich habe gedacht, ich finde vielleicht was in den Shorts. Aber auch hier finde ich eigentlich nichts Neues. Und das finde ich für einen offiziellen Kanal eigentlich ein bisschen mau, muss ich sagen. Die hatten sich vorher auch mit den Sneaks teilweise ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ich denke mal, wenn das Update denn heute womöglich kommt oder schon gekommen ist, ich nehme das Ganze ja jetzt einen Tag vorher auf, dann ist das halt so, aber dass es dann wieder ein extra Video gibt über alle Themen, die dort im Update drin sind und nicht mehr gesneakt werden müssen oder gespoilert werden müssen. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man wirklich irgendwo in die offiziellen Kanäle hier nichts findet, aber man hat was bei ISO gefunden, man hat was bei Mr. Mobile Fanboy gefunden und so konnte man sich die Sachen natürlich auch so ein bisschen, ich nenne es mal so, zusammenreimen. Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben hier so ein bisschen am Ball bei Clash of Clans, keine Frage, ich mache das mal wieder weg. Und befülle jetzt noch ein paar Clanbogen, denn ich gehe gleich in den Livestream rein. Mittwoch kommt der nächste Livestream. Also Streamplan ist angepasst, das sind erstmal weniger Streams geplant, weil mehr Reisen auf dem Plan steht. Und dementsprechend werde ich sicherlich dort dann entweder wenn, dann überhaupt kurzfristig was reinbringen, sollte ich denn doch am Dienstag oder Donnerstag irgendwas machen oder Freitag oder Samstag oder Sonntag, dann solltet ihr da reinschauen, kurz mal in den Streamplan reingeschaut, ich mache dann auch immer so ein Ad hier, dass das auch irgendwie alle mitkriegen und dann sehen wir uns auf jeden Fall, denke ich mal, zum Update, wie auch immer, Dienstag, Mittwoch ist ein festgesetzter Tag, in jedem Fall, wenn ich dann am Update-Tag komme, dann machen wir ein bisschen Sneak Preview oder was auch immer und bauen natürlich schon so ein bisschen aus hier, freut mich auch wieder, ich meine, ich bin nicht ganz fertig geworden vom nächsten Update, eigentlich habe ich mir das immer geschworen, ich will vor dem nächsten Update eigentlich maxed sein, also fully maxed bin ich nicht. Ich muss noch ein paar Mauern machen, ein paar kleine Bomben, noch ein paar kleine Bomben und noch eine große Bombe oder fünfmal sogar noch oder sechsmal noch die Riesenbombe. Und dann wäre ich erst durch. Auch mit der Schmiede bin ich noch nicht ganz durch, aber die bekommt auch nur mehr Kapazität, mehr nicht. Die kann man also am Ende machen, aber 104 Mauern sprechen auch nochmal für sich. Ich sammle jetzt noch, ich gebe erstmal nichts aus, weil das eine oder andere wird sicherlich auch Elixier kosten. Und dann würde ich sagen, ihr lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat. Also einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und dann sehen wir uns im Livestream und in weiteren Videos. Ciao, ciao Leute, euer Toto.